Also wir haben aktuell zwei Gegner. Einmal diese Spinne und diese... ja... komischen Speertypen. Der eine hat einen Speer in der Hand. Ja, wir können auch einfach drüber? Nee, ne? Okay. Aber die Spinne haben wir ja jetzt besiegt dann. Zack! Vielleicht. Muss nicht sein, dass sie besiegt ist. Ich glaube, die kommt nochmal wieder. Ich glaube, ja doch, ich glaube, die kommt nochmal wieder. Hier muss ich auch wieder aufpassen. Das sieht auch wieder ein bisschen gefährlich aus mit dem Baumstamm. Da passiert nichts. Ah, ich weiß ja nicht. Ich springe jetzt nicht da wieder ins Loch. Nee, bist du nur bestraft für. Nee, da mache ich jetzt auch nicht mehr. Wenn an irgendeiner Stelle das hätte passieren können, dass wir da tatsächlich irgendwas finden, dann wäre das gerade eben das Loch gewesen. Obwohl der Baumstamm gerade sehr verdächtig aussah. Da sind sie schon wieder. Die Spinne, sie kommt einfach doch nochmal. Hä? Oh. Oh, okay. Ja, warum lässt sie uns einfach auch nicht in Ruhe, ne? Das muss man auch mal ganz kurz sagen. Komm, warte mal. Wow. Das war schnell. Okay, die Leute haben aber auch Angst vor der Spinne. Vielleicht wollen die uns ja gar nichts. Vielleicht wollen die nur nicht, dass wir weitergehen, weil wir die Spinne die ganze Zeit mit uns tragen. Okay, wenn ich jetzt einfach durchlaufe, was... Nee, das funktioniert nicht. Nein. Ah, es hat geklappt. Ah, okay. Hä? Ich laufe jetzt einfach rüber. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfange. Okay. Scheint ihr nicht viel zu stören. Aber wir kommen auch nicht weiter. Wieder nach oben bringt nichts. Ich glaube, die steckt fest. Kann das sein? Oh, wir sind stark, okay. Oh, das ist gemein. Hilfe. Das ist... okay. Ach, wir benutzen das jetzt, um da rüber zu kommen, oder wie? Ja, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Leute uns immer noch davon abhalten wollen, weiterzukommen. Vielleicht begrüßen die uns ja jetzt auch. Das fällt doch runter, sobald ich da drunter gehe, oder? Nein. Oder man ist hier sehr vorsichtig. Vielleicht feiern die uns dann sogar. Er hat die Spinne besiegt. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das Puppen sind. Huch. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wofür wir die Kiste brauchen. Ach, um einfach da hochzukommen, okay. Ich noch gar nicht realisiert, diese Kante hier. Noch gar nicht wahrgenommen. Die sind aber auch komplett abgehauen, ne? Oh, das ist Wasser, da muss ich aufpassen. Okay. Ich hoffe, das hält uns aus. Das geht runter, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilfe. Ach, wir sollen einfach nur warten. Okay. Warten, warten. Ja, und ich hab's vergeigt. Ich glaube, ich sollte danach noch einmal zurückspringen. Okay, einmal rüber und jetzt springen wir erstmal nochmal zurück. Was auch nicht funktioniert, okay.
Muss ich denn da drauf springen oder reicht es, wenn ich da drauf stehen bleibe? Okay, ich glaube, das reicht. Oh, ja. Ach, das geht auch gar nicht noch weiter runter. Ich dachte, wir haben Zeitdruck. Ja, okay, jetzt funktioniert's. Bin mir jetzt nur nicht ganz so sicher, warum der da ins Wasser läuft. Ist einfach da reingelaufen, ist umgefallen. Das ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Behalt's mir aber im Hinterkopf. Die Typen, die wollen uns doch nichts Gutes, oder? Ey, was soll ich machen? Ey, das ist gemein. Ey, was soll ich denn da machen? Er geht einfach. Er geht einfach. Das Problem ist, dass das Seil die Falle aktiviert. Und ich kann nichts machen außer springen. Nein, ich wollte gar nicht. Ich wollte gar nicht. Wenn wir schnell genug wieder hochkämen, dann können wir oben drüber laufen. Er wartet aber auch, bis die Falle ausgelöst ist. Ich versuch's mal. Ich versuche mal runterzugehen. Nee, das funktioniert nicht. Aber ich habe schon eine Idee. Ja, okay. Gib mal deinen Kopf. Das könnte. Das ist aber auch wieder eine Puppe, oder? Nee, das muss nicht sein. Unsere Beine sind auch so. Unsere Beine sind auch so. Ich glaube, nur das erste war eine Puppe. Okay. Und er ist jetzt einfach schon weg. Er ist über alle Berge. Da oben ist irgendwas. Oh. Ach. Hä? Die tun uns ja gar nichts, okay. Ich dachte, die strecken sich jetzt da raus wie so Schlangen und beißen uns. Aber nee. Okay. Ist wieder eine Falle. Ich springe einfach über den Knopf. Huch. Oh, das war fies. Hä, das... Ja, das ist richtig fies. Du denkst, das wäre der Knopf. Dabei ist das nicht der Knopf. Das ist gemein. Das ist... Du denkst dir an der Stelle, wenn du hier das erste Mal stehst, ich hab dich durchschaut, Spiel. Da ist ein Knopf, ich werde den nicht betätigen. Aber das Spiel denkt sich, ah, er geht davon sicher aus, dass das ein Knopf ist. Also ist das nicht der Knopf. Ja, hier haben wir die gleiche Stelle. Ist es jetzt der echte Knopf oder ist es der nicht? Es ist jetzt eine 50-50 Chance, ne? Ich denke mir jetzt, das Spiel denkt, er denkt doch sicher, nee, ich habe keine Ahnung. Okay, ich springe jetzt einfach durch. Ja, ich glaube, diesmal war das echt der Knopf. Ja, ich springe einfach durch. Wir können nicht hochspringen, aber dafür können wir weit springen. Oh, oh. Die kommen uns hinterher. Da ist aber noch einer, da ist noch einer, okay. Okay, sehr gut. Hat geklappt. Ja, das, da hinten war halt der Knopf, war die Plattform. Und hier war der Knopf, der Knopf. Gut, dann nehme ich das zurück mit den Puppen, dann sind das doch keine Puppen. Weil ich glaube, die Typen greifen einfach alle anderen an. Ist wie bei The Forest. Ist wie bei The Forest. Okay, das ist kein Wasser. Sah erst aus wie Wasser. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wie können wir das benutzen? Ich weiß es nicht. Hinten ist auch nichts mehr. Es besteht eigentlich nur aus Leveln mit Puzzlen. Ne?
Jetzt halt, das sind halt. Oh, okay. Das wird auf Zeit gehen. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll, aber das geht auf Zeit. Wahrscheinlich soll ich das Seil an der Karre befestigen. Oder? Ich verstehe die Karre nicht. Ich dachte jetzt... Nein, was macht er denn? Ach, okay. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ach, Mist. Machen wir nochmal. Trotzdem verstehe ich die Karre hier überhaupt nicht. Wo ist der Sinn dabei? Hm. Vielleicht kommt die danach nochmal zum Einsatz. Weil mitnehmen kann ich sie ja nicht. Zack. Okay, los geht's. Also hier passiert auch vieles, was du vorab gar nicht so wirklich erahnen kannst. Ach. Ja. Ach, ich weiß. Okay, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen. Jetzt weiß ich, warum die Karre da ist. Sonst kämen wir nicht mehr an dem Seil dran, um das nochmal zu verlängern, die Zeit. Wir holen ja jetzt erstmal das Seil runter. So, und in dem Moment, wenn wir loslassen, geht das Seil schon nach oben. Um aber daran nochmal zu ziehen, müssen wir auf die Karre steigen. Sonst kämen wir da gar nicht dran. Zack. Okay, und loslassen. Jetzt haben wir genug Zeit. Ich darf hier nur nicht zu viel Zeit lassen, sonst kommen wir da nicht mehr hoch. Oh, das ging gerade so gut. Könnte mir auch ein gutes Versteck für ein Collectible, so ein kleines Secret, wäre auch gut da oben. Nur keine Ahnung, wie wir da auch hochkommen. Aber schön zu wissen, dass die Karre doch einen Zweck hatte. Okay, da springe ich drüber. Hey, hier lief doch gerade irgendwas lang, oder nicht? Ich werde jedenfalls nicht an den Pilzen da mich zu sehr nähern. Okay, das ist wieder irgendeine Falle. Das Ding hatte der eine auf dem Kopf, der ins Wasser gelaufen ist. Ich kann auch nicht mehr laufen. Ich kann meine Beschleunigung jedoch ändern. Ich kann die Richtung, in der ich laufe, nicht mehr verändern. Warum haben wir jetzt gerade die Richtung verändert? Oh, oh. Ich kann nur noch beschleunigen oder verlangsamen. Okay, und ich glaube, dass die Dinger da oben... diesen Wurm, den ich auf dem Kopf habe, diesen Parasiten, dass die den auffuttern. Ah, und die Lichtstrahlen verändern unsere Richtung. Ich muss da irgendwie hoch. Ich hätte... Ja, das war's. Ich hätte über die Kiste springen sollen. Ja. Das meine ich. Es gibt hier Puzzles. Oder halt Rätsel. Es gibt hier Rätsel. Da weißt du im Voraus noch nicht ganz... Also man kann es erraten. Aber da muss man echt im Voraus schon ganz genau erkennen, was passieren wird. Muss man echt auf jedes Objekt achten in dem Fall. Nur mir war noch nicht bewusst, wie wir die Richtung wechseln. Okay. Alle hopp. Wir springen jetzt einfach erst über die erste Kiste. Dann Richtungswechsel. Ich glaube, die Dinger futtern dann den Parasiten auf. Ja, und jetzt habe ich wieder... meine freie Bewegung. Oh, okay. Ja, das ist ganz gut. Ich glaube, das kommt in Zukunft auch nochmal zum Einsatz. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dass das ein stabiler Bestandteil wird in manchen Rätseln. Okay, somit blockiere ich das Rad.
So ist das Rad frei. Den Sinn dahinter habe ich noch nicht verstanden. Was ist das denn? Das ist das Ding, was ich gesehen habe. Der will die Pilze haben. Ist die ganze Zeit bei den Pilzen. Ich kann mich nicht bücken. Aber vielleicht kann ich ihm helfen, an die Pilze zu kommen. Okay. Was soll ich jetzt... Ach, jetzt locke ich ihn in die andere Richtung. Okay. Und er be... Ach, und er be... Jo. Und wenn ich das jetzt da betätige, dann stoppt das Rad, ne? Nee, da... Oh. Hä, es fängt an zu regnen? Oh, das ist kaputt. Ich habe jetzt jedoch gar keine Ahnung, warum es anfängt zu regnen. Das muss eine Regenmaschine sein. Das muss... Oder eine Wettermaschine. Das Ding ist kaputt gegangen, jetzt fängt es an zu regnen. Oder das ist einfach nur eine Wasserversorgung, die jetzt explodiert ist. Ja, okay, wir müssen warten, bis es voll ist. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ach, das geht... Oh, wie machen wir das denn jetzt? Ah, okay, okay. Wir müssen jetzt erst einmal warten, bis das Wasser wieder komplett weg ist. Wir müssen zuerst den Baumstamm nach links holen. Oder mittig. Mittig wäre, glaube ich, am besten. Aber... Huch. Komme ich da nicht mehr dran? Geh ein kleines bisschen mehr nach links, muss der Baumstamm. Ja, okay. Im Endeffekt sind die Rätsel simpel. Aber man muss meistens immer einen zweiten Versuch braucht man. Wir lassen das komplett voll und jetzt laufen wir. Ja, ja, ja. Okay, haben wir. Ah, komm. Nee, die Spinne kann ja nicht mehr kommen. Vielleicht die große Schwester. Kann ich da... Okay, das hat man nicht gesehen. Da musste man jetzt riskieren. Ich frage mich, wo die ganzen Collectibles sind, ne? Weil ich glaube jetzt nicht, dass wir auf dem Weg jetzt keine Collectibles mehr hätten. Das glaube ich nicht. Ich frage mich echt, wo die versteckt sind. Diese kleinen Larven oder Kokons. Kiste, noch keine Ahnung wofür. Da oben ist eine Leiter, okay. Ich lass das mal zu, ich glaube das war offen, ein kleines Stück. Dann betätige ich den Hebel. Ah ja, okay. Glaubt, das war im Endeffekt ganz gut so. Ich müsste die Kiste jedoch mitnehmen, sonst habe ich ein Problem. Ja. Ach. Ja, okay, Fall. Wie gesagt, Rätsel sind bisher sehr simpel. Man braucht jedoch meistens immer einen zweiten Versuch. Weil man dann doch das erste Mal falsch vorging. So ist, glaube ich, gut, ja. Dann machen wir das da oben komplett auf. Das ist auch wieder ganz gut gemacht, weil man weiß am Anfang nicht ganz genau... Okay, das ist jetzt halb offen. Was mache ich jetzt damit? Mache ich das zu?
Oder mache ich das Ganze auf? Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass wenn Wasser hier reinläuft in den Raum, dass es von oben käme. Aber wir machen im Endeffekt, man kann es erkennen, man macht im Endeffekt rechts die Schleuse dazu, damit es sich das Wasser in dem Raum halt ansammelt und nicht direkt wieder abfließt. Also wenn man sich etwas Zeit lässt und jedes Objekt einmal betrachtet, dann kriegt man das auch beim ersten Mal hin. Okay. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, nochmal beeilen. Oh ja, wir müssen uns beeilen. Ich hoffe, die Kiste ist hier richtig platziert. Soll ich die Kiste gleich mitnehmen? Oh, nee. Die Kiste ist irgendwie zu schwer. Das macht irgendwie keinen Sinn. Okay, jetzt läuft das Wasser nicht mehr weiter, weil es jetzt wieder ablaufen kann. Okay. Können auch nicht nach unten so ein Teil teilweise gucken. Das gab es, glaube ich, bei Little Nightmare. Oh, das Wasser läuft hier trotzdem weiter. Oh, das geht immer noch mit auf Zeit. Ich glaube, wir haben es schon vergeigt. Oder auch nicht. Bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich machen muss. Sieht aber gut aus. Ich glaube nämlich, das ist eine Holzplattform rechts und die wird jetzt dank der Kugel nach oben gedrückt. So könnte ich mir das vorstellen. Oder? Doch, okay. Hier ist auch eine Lampe, die ist sehr auffällig. Die behalte ich mir in meinem Kopf, weil es könnte ja sein, dass wir wieder so einen Parasiten abbekommen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, da das Wasser immer noch ansteigt. Ups. Weiter, weiter, weiter. Und höher geht nicht. Nee. Kann ich auch nicht mehr ändern. Müssen wir wohl schaffen, ne? Von hier. Also halt komplett, also man könnte fast meinen, das ist halt Tatsache komplettes Rätsel. Der Part jedoch war jetzt sehr simpel. Zack. Nicht, dass die Dinger mir auch noch auf den Kopf hüpfen. Ich glaube, ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen, bevor ich mich von den Parasiten hier befallen lasse. Hier komme ich nicht weiter. Ich kann auch nicht drücken. Ich lasse es aber mal so. Weil, wenn wir hier nach links dann springen sollten, können wir hier die Richtung wechseln. Ich glaube, die Kiste ist schon mal an der richtigen Position. Ich würde aber ganz gerne einmal hier runter. Und ich bin tot. Eieieiei. Sah wieder so aus, als wäre da unten ein Weg. Wenn wir jetzt unten... Nein! Und das war's. Nein. Und ich bin da vorhin mit Absicht reingesprungen. Ach, das Ding bewegt sich nach links und rechts. Ich muss warten, bis es auf der rechten Seite ist. Also die Idee war schon mal auf jeden Fall genau richtig, die ich hatte. Das Problem nur, was ich hatte, ist, wollte einfach mal runterspringen, weil ich gedacht habe, da unten geht's weiter. Und rüber. Da sind jetzt Leitern. Ich hoffe, das funktioniert. Ah, ich kann auch stehen bleiben. Okay. Ich bin mir jetzt hier doch nicht sicher, wo lang. Oben oder unten? Okay, nach unten. Wären wir nämlich oben, wäre auch eine Möglichkeit, aber dann würden wir gegen die Stacheln springen.
Hier ist Licht, jetzt bewegen wir uns wieder in die andere Richtung. Das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen doof. Bin mir nicht sicher, wo wir jetzt hin sollen. Hä? Okay. Nein! Oh, das war knapp. Jetzt sind wir wieder bis hier hingelaufen. Das Problem ist, wenn wir jetzt da weiterlaufen, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Oh, das Wasser steigt an. Die Kiste. Brauchte ich die? Ach, weil das Rohr kaputt gegangen ist. Da ist es. Okay, damit. Nein. Ich hätte warten sollen. Oh, dann hätten wir es geschafft. Ich war jetzt so froh, dass das... Oh! Gnädiger Checkpoint, sag ich mal. Ich habe halt gar nicht damit gerechnet, dass das Rohr sich dahin bewegte. Ah, das ist das Rohr. Wir können aber auch nicht hier stehen bleiben, weil wir sonst die Richtung nicht wechseln. Ich war so froh, dass das Rohr auf einmal hochkam und dann nicht mehr dran gedacht, dass wir... Ja. Uns von automatisch weiter bewegen. An der Leiter können wir warten. Ich glaube, ich springe schon mal rüber. So, wir warten einfach, bis es komplett ganz so weit, wie es geht, nach oben ist. So, okay. Ah, noch ein bisschen. Jetzt haben wir das gleiche Problem wie vorhin. Hier muss man geduldig sein an dem Part. Ja, das schaffen wir. Zack. Und einmal springen. Guten Appetit. Ja, wir sind wieder frei. Das wird nochmal kommen. Das wird noch... Oh, das Wasser steigt. Das wird aber nochmal kommen. Jetzt nach links oder nach rechts? Ich werde erstmal nach links gehen. Und natürlich ist hier nichts. Es sieht immer so weit weg aus, aber weit können wir springen. Dank unserer Greiffähigkeit. Einfach runterspringen? Oh, okay. Nein, ich spring da jetzt nicht runter. Nee, das habe ich schon zu oft gemacht. Also hier bist du bestraft.